Hallo und willkommen zurück bei Supreme Commander. Ich muss auch mal sagen, ne? Also ich habe noch nie so viel vorproduziert. Also für mich ist heute der 4. April und die Folge kommt irgendwie am 4. Juni raus oder sowas. Das ist schon krass. Vielleicht sollte ich bei ihm hier die... Oh nein. Die machen wir alle nochmal weg. Erstmal die Schildgeneratoren bauen. Und dann unterstützen wir mal das Ding. Wenn das fertig ist, dann... machen wir die Artillerie vielleicht fertig. Ich habe ein bisschen Schiss vorzurücken, solange ich noch nicht fertig gebaut habe. Sonst habe ich nachher alles gebaut und dann mache ich auch nichts mehr, ne? Ihr könnt dem auch schon mal helfen. Stehen da einfach rum. Machen nichts. Gut gemacht, Commander. Oh shit. Okay, die Artillerie hat geregelt. Es wird ein taktischer Albtraum, zum Gefängnis vorzudringen. Als erstes müssen Sie sich Ihren Weg durch diesen Pass bahnen. Gehen Sie davon aus, dass der Feind überall ist und Sie auf harten Widerstand treffen werden. Von da an wird es vermutlich nur noch schlimmer. Wir müssen davon ausgehen, dass der Feind Verteidigungsstellungen auf der anderen Seite des Passes hat. In diesem Gefängnis sind drei Loyalisten gefangen. Wenn QAI sie in die Mangel nimmt, bekommen wir richtig Probleme. Erobern Sie das Gefängnis, holen Sie die Loyalisten raus. Jetzt habe ich hier natürlich keine Bodenverteidigung gebaut. Meine Spione haben mich informiert, dass ein hochrangiger Ordensoffizier namens Reese auf dem Planeten und nicht weit von ihrer Stellung ist. Ich will ihn. Sie müssen lediglich seine Verteidigung eliminieren. Wir erledigen dann den Rest. Mattia, Ende. Helfen Sie ihnen, wenn Sie können, Champion. Gelegenheiten wie diese gibt es nicht oft. Reese, Ende. Das ist auf jeden Fall eine andere. Du hast keine Chance, Mission. Die Seraphim zu besiegen. Armselige Allianz ist nichts im Vergleich zur Macht der Seraphim. Da würde ich gern Schlachtschiffe haben, bevor ich die hier vernichten kann. Die Schlachtschiffe sind ja gerade am Bauen.
Okay, die sind alle durch. Kann ich alle gleichzeitig upgraden? Mich kann man nicht so leicht besiegen. Nee. So, dann machen wir bei allen erstmal. So könnten wir natürlich auch sehr viel Masse generieren, ne? Aber die gehen ins Kampfgebiet. So, ihr könnt erstmal hier unterstützen. Und dann würde ich gern mit den neuen Kampfeinheiten hier die Masseextraktoren einnehmen. Bauen wir hier, glaube ich, auch nochmal eine kleine Verteidigungslinie. Alter! Die haben einfach alle unsere Schiffe zerlegt. Und ich habe auf jeden Fall ein paar strategische Bomber schon mal in der Hinterhand. Okay, sieht so aus, als würde das hier nichts bringen. Naja gut, dann machen die jetzt alle den Schnellfabrikator. Ich habe gedacht, dass die dann auch beim Upgraden helfen. Danach kommen die Schilde. Sagen, das bieten wir ab, oder? Einer unserer Agenten ist bereit, irgendwo auf dem Feld eine Sprengladung zu platzieren, Commander. Die Explosion sollte das Zielgebäude zerstören. Nutzen Sie die Ladung also weise. Klicken Sie auf das Befehlssignal und dann auf das Ziel, um es zu markieren. Eine Sprengladung? So, Slomo. Willkommen. Soll ich da jetzt Masse-Extraktoren rumbauen? Ich glaube nicht. Masse-Speicher meine ich. Ich würde aber gerne hier nochmal eine Verteidigungsstellung bauen. Das heißt, einmal bitte bis hierhin vorrücken. Oder warte, ihr rückt bis hier hinten vor. Ich werde die mal auf STRG 8 setzen. Einmal kurz checken, ob hier hinten einer ist. Moment, ihr könnt erobern und reparieren? Der schwere Angriffsbot kann erobern. Tatsache.
hast du dich von deinem Erbe, deinem Volk abgewendet? Sondern wenn wir hier auch eine Verteidigungsbasis bauen, so eine kleine. Halt nur eine kleine, ne? Du hast kleine gesagt. Das ist auch eine kleine. Ich muss sicher hier nicht so angestellt werden. Guck, ganz klein. Schön mit einem Tarnfeldgenerator. Nach strategischen Raketenabwehr. Nein! Rhys ist noch immer ein Freiheit-Champion. Mattea Ende. Gut, wenn die mit Experimentellen kommen, wird das hier eh überrannt. Aber ich mach das, ich baue sowas gerne, ne? Das wisst ihr ja bereits. Hier oben bauen wir nochmal eine. Aber ich sollte hier vielleicht auch mal ein bisschen weitermachen. Verteidigung ist erledigt und wir rücken zu Rhys vor. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Er wird uns schon bald erzählen, was er weiß. Ob er nun will oder nicht. Mattea Ende. Gern geschehen. Boah, ich dachte gerade hier, was ist das? Wird nie hingebaut. So, anscheinend bin ich durch. Bauen wir jetzt vielleicht doch mal ein paar, ne? I will destroy that experimental before you even finish it. Okay. Was haben die mitbekommen? Dann einmal vorrücken. Hier wird der nächste Außenposten gebaut. Hier rückt einmal bis hierhin vor. Wir werden die 8 pausieren. Hey! Ach so, die werden automatisch zur 8. Ja, dann ist das ja 1, nicht 8.
So. Den. Das ist zwar nicht nötig, was ich hier mache, aber ich mag das. Ich mache hier auch mal so eine Landeplattform hin. Artillerie. Und wieder Verteidigung. Habe ich das etwa dem hier? Wie können Sie Ihrem eigenen Volk den Rücken kehren? Das ist eine gute Frage. So. Ihr geht mal hier hin. Ja, tatsächlich, alle, die jetzt da drin hergestellt werden, werden auch eins. Zumindest bei dem hier ist es so. Okay, bei denen da oben auch. Funktioniert. Das wusste ich auch noch nicht. Ey, ich lerne immer was Neues. Krass, wir haben einen schon gebaut. Zwei. Frage, ob ich auch hier die Masse-Extraktoren mir gönnen soll. Nicht mehr so viel Platz, das heißt, wir pausieren ihn auch, euch auch, wenn alle pausiert. Dann holen wir uns hier die Masse-Extraktoren.
werden wir hier auch nochmal eine Verteidigung bauen. Hier so schön mitten rein. Hier können wir nochmal einen Omnisensor hinmachen. Wenn QAI es schafft, die KI-Chips zu implantieren, werden Sie schuld daran sein. Alles gut. Habe ich ernsthaft mein Einheitenlimit erreicht. Was? Okay, damit habe ich gerade nicht gerechnet, dass die hier fertig sein werden. Ja, die holen wir noch rüber. Das ist jetzt unerwartet. Das ist STRG-3. Das ist STRG-2. Ne, ich meine, du gehst mal hier rum und patrouillierst so ein bisschen. Oder du baust einfach weiter an Untertassen. Genau, bau einfach weiter an Untertassen. Sind die schon angekommen? Tatsache. Also das ist jetzt STRG-1. Und dann nehmen wir einen von ihnen. Warte, ich muss erstmal hier. Huch, Normalgeschwindigkeit. Einen von ihnen. Du gehst jetzt das hier machen. Und dann hilfst du wieder den anderen. Aber wir haben hier ja ein bisschen vorbereitet. Sie haben uns gerade noch rechtzeitig gerettet, Commander. QAI begann gerade mit den letzten Schritten für die KI-Implantation. Vielen Dank. Mattia, Ende. Was für ein Pech, dass ich die gewünschten Informationen nicht aus unseren Gästen herausholen konnte. Aber es wird noch andere Gelegenheiten geben. Die loyalistischen Verräter werden diesen Planeten niemals verlassen. Dafür werde ich selbst sorgen. Sie kommen! Hört mich, Volk der Erleuchteten. Ich bin Prinzessin Rhianne Burke, rechtmäßige Anführerin der Aeon.
Die Seraphim sind nicht die Retter, die sie zu sein vorgeben. Sie bringen nichts als Tod und Zerstörung. Prinzessin? Der Orden hat dich verraten. Gutachterin Kael will nichts anderes als die totale Macht. Und sie opfert jeden, der es wagt, sich hier in den Weg zu stellen. Die Zeit ist gekommen, sich gegen sie aufzulehnen und ihre Lehren zurückzuweisen, gegen jene zu kämpfen, die die gesamte Menschheit vernichten wollen. Erhebe dich und kämpfe im Namen deiner Prinzessin. Wir nehmen die Untertassen mal raus. Ich glaube es kaum. Und man hat ihnen gesagt, dass sie lebt, Celine. Und sie haben sich trotzdem von ihr abgewandt. Sie haben ihre Entscheidung getroffen und müssen jetzt mit den Konsequenzen leben. Ich hatte Unrecht. Ich lag so falsch. Vergebt mir, Prinzessin. Ich kann es noch immer in Ordnung bringen. Naja, wir haben die eure Einheiten schon besiegt, ne? Also stell ich mal nicht so an hier. Was? Strategischer Start. Strategischer geortet. Start. Geortet. Registrieren ich hab noch mehrere taktische Raketenstarts. Anscheinend wollen die sich gegenseitig auslöschen. Ja, das ist ja in Ordnung. Bombt euch weg! Haben ganz viel strategische Raketen, aber keine Abwehr. QAI hat eine Cybran ACU in der Basis. Weiß nicht, ob sie einen Piloten hat oder ob sie einfach von QAI gesteuert wird. Wie auch immer, sie müssen sie vernichten. Hauptquartier Ende. Der Verrat durch Celine war nicht innerhalb der erwarteten Parameter. Die Situation wurde jedoch neu ausgewertet und mein Sieg ist nach wie vor der wahrscheinlichste Ausgang dieses Konflikts. Ich hätte mich dir nicht anschließen sollen, du Monstrum. Ich werde für meine Taten büßen, indem ich dich zerstöre. Dafür sind die strategischen Bomber da. Celine hat die meisten von QAIs Raketenwerfern zerstört. Sie sollten dem verdammten Computer mal einen Besuch abstatten. Kein Problem. Strategische Bomber regeln das. Mein Einfluss ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Sobald sie QAIs ACU vernichtet haben, werden Streitkräfte der Loyalisten eintreffen und den Seraphim-Commander in Gewahrsam. Warum sind die so langsam? Oh ja. Dann werde ich in der Lage strategische sein, Bomber Angriff. Wenn du diese ACU zerstörst, wird eine andere an ihrer Stelle auferstehen. Ich bin endlos. Guck mal, wie stark die sind. Commander, ich biete Ihnen eines der bestbehüteten Geheimnisse des Ordens an. Den Quantum Ressourcengenerator. Er bietet einen fast unendlichen Nachschub an Masse und Energie. Das ist nur eine Hülle. Klingt gut. Die Loyalisten sind unterwegs, Commander. Nur noch wenige Augenblicke, dann wird der Seraphim-Commander uns gehören. Oh ja. Oh ja. Ich empfange eine Quantumsignatur. Der Seraphim kommt. Haben wir es geschafft. Du gehörst uns. Der Seraphim gehört uns. Ausgezeichnete Arbeit. Ausgezeichnet. Schon bald werden wir all seine Geheimnisse kennen. Yay! Und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!